Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute gestalte ich das Bad einer Airbnb-Wohnung um. Ich weiß, dieses Video kommt jetzt mit einigen Abstand zum letzten Video. Das liegt einfach daran, dass mein Hauptjob natürlich Inneneinrichtung ist. Aber ich möchte trotzdem gerne nebenbei YouTube-Videos noch weiter produzieren. Und ja, also nehmt es mir nicht übel, wenn da immer mal ein bisschen Lücken dazwischen sind. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Bad-Makeover. Let's go! Heute ist Tag 1 der Badumgestaltung und ja, ich habe echt super lange jetzt auf diesen Moment gewartet. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon ungefähr seit 2 Wochen hier am Umgestalten in der Wohnung und eigentlich wollte ich ursprünglich wirklich mit dem Bad starten. Aber wie ihr ja schon im ersten Video mit dem Flur gesehen habt, konnte ich dann an dem Tag nicht das Bad streichen, weil es genau die Farbe, die ich eigentlich haben wollte, nicht als Nassraumfarbe gab. Das Besondere dabei ist, dass ich die Decke und die Seitenwände streichen werde. Ich zeige euch gleich mal das Bad, wie es aktuell aussieht. Es ist halt so ein klassisches, ja, deutsches Bad, kann man schon fast sagen. Einfach überall Fliesen bis, ich glaube, 2 Meter Höhe oder so. Und deswegen ist mein Plan für diesen Raum, dass wir hier richtig mutig sind. Und ja, ich mit einer sehr dunklen Farbe hier reingehe. Also meine Vision für dieses Bad ist luxuriös, warm, einladend und das, wie es aktuell aussieht, ist halt das komplette Gegenteil. Deswegen, ja, möchte ich hier auch so eine drastische Veränderung machen, damit man auch wirklich diesen Wow-Effekt hat. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Es gibt noch viel zu tun bis dahin. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier aussieht. ja, kleines Filmstudio. Ich bin wirklich super gespannt, wie jetzt diese Farbe aussieht, weil ja, ich habe, glaube ich, noch nie mit so einer Farbe gearbeitet und in meinem Farbkonzept haben wir ja quasi diese Hauptbeige-Töne und als Akzentfarben dieses Terrakotta und das Grün. Und ja, meine Idee war es jetzt quasi, dass ich das Bad in diesem dunklen Terrakotta-Ton streiche. Das ist halt immer so das Ding, wenn man sich so Farbe online aussucht, ne? Dass man halt nie weiß, was man wirklich bekommt. Aber, oh yes. Also ich finde, das ist schon wirklich eine richtig, richtig geile Farbe. Bisher bin ich schon mal sehr happy. Ich muss euch mal kurz meinen Hack zeigen, den ich mir gerade selber ausgedacht habe, weil ich habe nämlich ein kleines Problem bekommen beim Badstreichen. Und zwar kann ich ja die Leiter nicht an die Stelle stellen, wo die Badewanne steht. Ja, und jetzt hatte ich schon die ganze Zeit so gedacht, ach shit, ja, wie mache ich denn das jetzt? Also mit der Rolle kommt man ja hin, aber quasi die Ecken mit dem Pinsel, da komme ich halt einfach nicht hin. Also es ist jetzt leider ein bisschen dunkel, aber ich habe mir jetzt meinen Pinsel an diese Teleskopstange geklebt. Funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Hey, das hält so gut. Das ist echt richtig Premium. Das rettet mir gerade so krass den Tag, weil es ist so simpel. Ne? Klar, wenn man einmal diesen Gedanken hat, denkt man sich so, ja, das ist ja eigentlich ganz logisch. Hätte man ja auch schon direkt am Anfang drauf kommen können. Aber bin ich nicht. Und umso geiler ist es, jetzt einfach diese Idee gehabt zu haben. So sieht jetzt das fertige Endergebnis vom Streichen aus. Ich bin wirklich super, super happy. Also diese Farbe ist einfach richtig, richtig schön. Ich baue jetzt den Waschtisch auf und ja, bin gespannt, wie das Ganze dann am Ende zusammengesetzt aussieht. Okay, ich bin jetzt fertig mit dem Waschtisch. Es hat einfach super lange gedauert. Also ich weiß auch nicht, was da los war. Also wie ihr seht, wurde hier hinten
leider noch nichts angebracht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mir Hilfe hole. Und auch bei den Deckenlampen in den anderen Räumen werde ich mir jetzt Hilfe holen, weil die Decken einfach 3,50 Meter hoch sind und ich da nicht mal rankomme. Ja, aber ich mache jetzt trotzdem hier weiter. Und zwar haben wir hier diesen Spiegel. Den kennt man wahrscheinlich auch schon aus diversen Mietswohnungen. Da gibt es ja oftmals auch schon so vorinstallierte Spiegel. Der ist tatsächlich, glaube ich, auch angeklebt, deswegen wollte ich das jetzt nicht runterreißen. Aber ich habe jetzt so einen kleinen DIY-Hack. Ich habe hier so ein schwarzes Band, das quasi hier unten von alleine klebt, gekauft. Und das werde ich jetzt quasi hier einmal so als Rahmen dran kleben. Dann ist das Ganze wirkt dann einfach viel schicker und eleganter und auch einfach so ein bisschen abgeschlossener. Ich glaube, das wird dem Ganzen dann nochmal eine andere Optik verleihen. Genau, das mache ich jetzt. Ich schneide jetzt erstmal die Stückchen zu und dann klebe ich es an. Ich werde jetzt dieses Ende, also beide Enden quasi in einem 45-Grad-Winkel schneiden, damit die dann am Ende richtig zusammenpassen. Und genau dafür verwende ich quasi hier diese Schnittschablone. Ich habe das jetzt hier alles beklebt und ich muss sagen, ich bin wirklich super happy. Also es ging super einfach und ich finde, es sieht einfach direkt viel besser und hochwertiger aus. Das Bad ist jetzt fertig und ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich zusammen mal rein. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz ein paar Bilder, wie es vorher aussah. Also das Bad war ja wirklich bis fast zur Decke gefliest. Es wirkte super ungemütlich, sehr steril, also so wie leider auch sehr viele Bäder in Deutschland aussehen. Mit super wenig Geld konnte ich so eine krasse Veränderung schaffen, sodass das Bad einfach viel gemütlicher aussieht und sehr einladend ist und man dort gerne ein paar Stunden in der Badewanne verbringen möchte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen rein. Ich mache jetzt erstmal nur das kleine Licht an, weil beim großen Licht geht dann der Lüfter an. Das ist dann tontechnisch natürlich nicht so toll. Dieser Terrakotta-Ton ist wirklich mein absoluter Favorit in dieser Wohnung. Meine Kundin hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass es vielleicht dann zu erdrückend wirken könnte, wenn man die Decke mitstreicht. Aber ich konnte sie zum Glück mit meinem 3D-Modell überzeugen und sie hat mir dann freie Hand gelassen. Und ja, jetzt ist sie super happy mit dem Endergebnis. Ich auch. Von daher war es auf jeden Fall die beste Entscheidung. Diesen Vorhang finde ich auch super schön. Der hat so eine leichte Struktur. Unten ist er auch beschwert, sodass er dann nicht irgendwie am Körper hängen bleibt, wenn man da irgendwie duscht. Und ja, hier beim Spiegel habe ich euch ja gezeigt, dass ich den quasi angeklebt habe, also diesen Rahmen quasi angeklebt habe. Ich finde, das macht auch nochmal eine sehr krasse Veränderung. Bei der Lampe ist ein bisschen schade. Ich wollte eigentlich eine andere Lampe dort anbringen, das ist die Ursprungslampe. Aber das war nicht machbar, weil dort einfach zu viel Kabelsalat ist und ja, deswegen ist es dann dabei geblieben. Aber wir haben eine neue Deckenlampe, wirft auch ein schönes Muster an die Decke. Und ja, hier unten ist dann noch ein kleiner Teppich, bisschen Dekoration. Ja, und mehr braucht es eigentlich auch schon nicht, um ein Bad gemütlicher gestalten zu können.
Das war's mit diesem Video und der Umgestaltung vom Badezimmer. Als nächstes kommt dann noch das Wohnzimmer. Falls ihr den Flur und das Schlafzimmer verpasst habt, dann könnt ihr hier oben in der Infobox gerne klicken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich das Wohnzimmer umgestalte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen in den Kommentaren. Bis nächstes Mal, eure Anna.